Jetzt in der aufnahmefreien Zeit ein bisschen ausgebaut. Hab hier eine Decke reingezogen, hab die Treppe ein Stück nach innen versetzt. Bin jetzt hier oben gerade dabei, auch so ein bisschen einen Boden reinzuziehen. Und hier geht's dann in noch ein Stockwerk höher. Hab da noch nicht genügend Materialien für. Weil ich habe erstmal so ein bisschen erkundet. Dabei ist mir im Keller, den ich angefangen habe, aufgefallen. Da ist ja gar kein Keller. Also das ist irgendwie... Ich habe auch schon so ein bisschen erkundet hier, ein bisschen rumgeguckt, was hier so ist. Ich wollte hier eigentlich einen schönen Keller reinbauen. Das erübrigt sich jetzt ja, das Ausbauen, da hier schon eine Höhle ist. Ich hüpfe hier mal durch. Zack. Super heile geblieben. Ja, es ist alles sehr finster. Ich habe hier noch nicht extrem tief mich da irgendwie reingegraben. Ich habe hier mal geguckt, was hier so ist. Ja, hier ist dann auch schon zu Ende. Na, komm. So. Hüpf, 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 hüpf. Ja, hier geht's wie gesagt auch überall runter. Tiefsten Tiefen geht's da rein und irgendwas kriecht doch hier rum. Ich höre das doch schon wieder. Bin hier auch schon mal gestorben, also da hat mich dann irgendwann so ein Viech überrascht, irgendein Monster, das hier gespawnt ist. Ja, war dann ein bisschen doof. Gut, ich hatte nicht so viel an wertvollen Gegenständen mit, aber es war halt trotzdem ein bisschen ärgerlich. Und ja, ich wollte hier eigentlich so ein bisschen weiter ausbauen. Aufnahme heute wird nicht so lang laufen wie die letzte Aufnahme. Kurz mal am Essen. Ganz einfach deswegen, weil nein, es ist einfach zu lang. Da eine Stunde aufnehmen. Was ich vorhatte, wollte hier natürlich ein bisschen die Materialien rausholen und dann hier eben im Keller doch so ein bisschen einen umfangreicher, größeren Keller hier oben machen, dass hier oben trocken liegen alles. Entschuldigung, musste mich mal kurz räuspern. Wie gesagt, dass hier oben alles trocken liegen. Und dann Öffnungen nach unten runter quasi zu den Höhlen, die sich hier dann noch befinden. Wie gesagt, also das ist noch nicht das Tiefste hier. Ich finde das jetzt gerade nicht. Wo war das? Irgendwo ging es richtig weit runter. Da war dann auch irgendwie so ein großer Raum und so eine Riesenhalle, die da ausgehoben wurde, quadratisch. Oder die eben so generiert wurde. War das hier? Irgendwo konnte man sich da durchschlängeln und dann weiter runter verschachtelt irgendwie bis ganz nach unten. Ah, gehen wir eben wieder zurück. So. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen Holz holen. Ah, ich habe irgendwie nicht so wirklich was. Was man mit diesen Kupfermünzen machen kann, ich weiß es leider nicht. Ich habe die jetzt bisher gesammelt und dabei ist mir aufgefallen, dass Stacks dann doch mehr als 99 sein können. Es ist wohl immer so ein bisschen abhängig davon, wie das dann eingestellt ist im Spiel. So. Na. Jetzt verschwinde auch, du blöder Baum. So. Ja, also wie gesagt, ich werde jetzt erstmal ein bisschen ausbauen hier noch, oder quasi fertig bauen. Und, die Folge diesmal nicht irgendwie wieder stundenlang lassen, sondern werde mal gucken, dass ich mich da so ein bisschen reduziere auf, ja, weiß ich nicht, 20 Minuten. Das ist denn so der Standard, das ist glaube ich inzwischen bei vielen Let's Plays 20 Minuten. Ich glaube, das werde ich ähnlich machen. Und ja, so. Bin übrigens verlinkt worden. Oder die letzte Ausgabe dieses, ja, ist egal, nennen wir es Let's Play. Also die letzte Ausgabe dieses Let's Plays ist tatsächlich verlinkt worden, ohne dass ich da irgendwas zu getan hätte. Im Mindtest-Forum, da war so ein bisschen Diskussion über das Spiel, was ich, ach ja, das ging ja hier nicht. Über das Spiel, was ich hier spiele, dieses Carbon. Und da ist dann unter anderem einen Link zu meinem Kanal gefallen, zu dem letzten Video. Ich verlinke das einfach mal unten in der Beschreibung. So. Und da dachte ich mir dann auch, oh ja, so langsam geht's los.
geht halt bei meinem Test wohl ein bisschen schneller als bei Minecraft. Entschuldigung, musste mich da nochmal räuspern. Achtung, ich tue es wieder. Und es ist immer noch kindisch. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, mit den Let's Plays. Also es ist tatsächlich so, es gibt doch das eine oder andere Mindtest-Let's Play. Auch auf Deutsch gibt es eine Serie. Ich glaube, ich verlinke das auch mal unten. Könnt ihr euch das dann selber anschauen. Ja, also das mit dem vielen Sprechen. Ich habe gerade mich nochmal räuspern mit. Moment. Muss mich da ständig räuspern. Also das dauerhafte Sprechen so ganz spontan ist dann doch so auf Dauer so ein bisschen doof. Ich glaube, da habe ich einfach noch nicht genug Übung drin. Aber es kommt wohl mit der Zeit einfach. So. Ja, mir ist aufgefallen, die letzte Aufnahme lief deswegen so flüssig, weil ich sie nicht limitiert hatte. Trotzdem ist es so, dass es hier mit 30 bis 40 FPS reingeht. Und das bisschen, was dann da an extra Frames generiert wird, das gleicht so ein bisschen aus. Also es ruckelt letztendlich beim Aufnehmen kaum und oder fast quasi gar nicht. Weiß gar nicht, was haben wir denn hier? 30, 40, also wie gesagt, es ist immer so zwischen 30 und immer so zwischen 30 und 40 und das reicht tatsächlich, um es flüssig zu spielen. In der Aufnahme selber, ich meine, ihr seht es ja, so ein bisschen ruckelt das dann schon. Aber es ist immer noch besser als mit Minecraft, wo es dann limitiert war. Ich habe meinen Test auch mal limitiert aufgenommen. War sehr schwierig zum Spielen, es hat extrem geruckelt. Da bin ich ganz froh, dass es jetzt so läuft, wie es läuft. Hätte auch nichts dran ändern, also von mir aus soll das dann halt mit unterschiedlichen Frameraten aufgenommen werden. Das Aufnahmetool ergänzt automatisch quasi die fehlenden Frames, dass es immer konstant 60 Frames sind. Und deswegen ist es ganz, läuft es ganz gut. Moment, was war das? Hast du Geräusche? Erstmal Wolle her. So, musste mich da nochmal räuspern. Immer wenn es mal eine Zeit lang stumm ist, war ich das dann entweder laut gehustet oder geräuspert. Man hört es auch so ein bisschen. War schon mal schöner. So. Hier die Baumfarm nachpflanzen. Ich weiß gar nicht, inwieweit das hier mit den Abständen was bringt. Ich habe das von diesem anderen Spiel, das es da noch gibt, das auch mit Blöcken ist. Es scheint wohl in der Mindtest-Szene so ein bisschen üblich zu sein, Minecraft nicht zu nennen, warum auch immer. Oder zumindest in den Let's Plays, die ich geguckt habe bisher, scheint es nicht so zu sein, dass da Minecraft erwähnt wird. Ich werde es trotzdem tun, weil es halt ähnlich ist. Die Abstände von den Bäumen, weiß ich gar nicht, ob es das einen Einfluss gibt. Also ich habe es von Minecraft so übernommen und es funktioniert, also von daher ist es okay. So, da bin ich wieder da. Und, also da ist auf jeden Fall irgendwas Wichtiges wollte ich jetzt sagen, das entfällt jetzt einfach mal. Ich trinke erstmal einen Schluck. So. Also das ist die Spüle. Diese hier. Da kann man gar nichts mitmachen. Man kann unten was reintun. Hier oben hat man dann ein paar Slots, wo man was reintun kann. Bei den Hängeschränken auch. Die sehen hier oben einfach besser aus, weil das von der Beleuchtung her dann nicht so verbuggt ist. Und hier kann man auch Sachen reintun. Ich habe auch schon ein bisschen was reingetan. Also diese Plankstones und ja, so ein paar Sachen. Alles nicht so küchenutensilmäßig, aber hier ist eine Druckplatte. Ist leider ein bisschen verzögert von der Übertragung des Drucks her, aber ich kann das einmal eben zeigen. Wenn man die hier hinsetzt. Die Tür, die war jetzt wahrscheinlich schon getriggert. Also man sieht, es ist nicht so richtig geil. So, zu. Ja. Hier.
Ja, also wie gesagt, man sieht, es ist so ein bisschen, als das in Minecraft eingeführt wurde, da lief es dann ähnlich gut oder ähnlich schlecht, je nachdem, wie man es ausdrücken will. War die da? Ja. Und ja, also es ist in Ordnung. So, ich wollte hier oben irgendwas machen? Nein. Also hier, bin mir noch nicht so 100% sicher, wie ich das jetzt tatsächlich machen werde. Ich kann das mal eben von außen zeigen. So, jetzt mal die blöden Münzen weg. Kann man bestimmt noch irgendwas Sinnvolles mitmachen. Hallo Schaf, danke. Ach, diese Münzen. Ob man die für irgendwas eintauschen kann oder so, keine Ahnung. Ja, also hier geht's so ein bisschen dann hoch. Ich habe jetzt hier, wie man sieht, die Slabs, die hier dran saßen, jetzt gegen Treppen ersetzt, was besser aussieht. Und es geht halt so rum. Hier fehlt noch eine Treppe. Hier fehlt noch eine Ausrichtung, da ist mir der Schraubendreher kaputt gegangen. Und hier geht's dann quasi höher. Hier geht's dann auch höher. Und die Etage, die dann da drüber kommt, die ist genauso dann versetzt, dass es quasi nochmal ein bisschen weiter nach oben geht. Und ja, das zieht sich halt einmal komplett rum. Hier unten habe ich jetzt hier mit angefangen für den Eingangsbereich. Hier den Bereich, ich glaube, das ziehe ich noch bis hier. Also mein Plan ist, das so ein bisschen gästehausmäßig zu machen. Hier unten quasi hat man so ein bisschen so eine Küche und eine Bar. Hier kommen noch ein paar Sitzbänke und ein paar Stühle hin. Ich kann das nochmal eben machen. Gucken, ob ich das Stuhlrezept aus dem Kopf hinbekomme. Ja, das noch. So und so, glaube ich. Nee. So? Nee. So? So war das. Siehst du mal, da haben wir Stühle. Liebe Minecraft-Spieler, wenn ihr Stühle wollt, spielt mal einen Test. Zack. Die haben null Funktion und kann nichts damit machen. Kann sich nicht draufsetzen, nichts mitmachen. Das sieht halt einfach nur aus wie die Stühle. Einen Tisch bekomme ich doch bestimmt auch aus dem Kopf. So, siehst du mal, schon haben wir einen Tisch. Zack. Das sieht doch einfach mal schöner aus als Druckplatten auf Zäunen. So, da werde ich dann hier, wie gesagt, ein bisschen Restaurant machen. Das mache ich eventuell nochmal weg. Dann mache ich hier eine Sitzecke rein. Gibt's auch als Möbel Sitzecken. Hier das Gras, ja. Das kommt dann auch noch irgendwann weg. Im ersten Stock, hier der Flur kommt hier links. Er läuft hier einmal quasi komplett rum. Bis hier hinten. Und an der Innenseite hier, oder andersrum, muss ich mal gucken. Da kommen dann auf jeden Fall noch so ein paar, ja, kleine Zimmerchen rein, wo die Leute dann drin übernachten können. Und noch ein Stockwerk höher, da schläft dann der Wirt mit seinem Personal und seinen Familienangehörigen. Da muss ich mir noch mal was ausdenken. Oder auch irgendwo vielleicht gucken, dass ich hier vielleicht dann zumache, als Dach, dass es abgeschlossen ist und dann hier quasi das nur als, diese Ecke nur als Stockwerk dann noch eins höher geht. Aber da muss ich noch mal schauen, wie ich das dann im Detail mache. Vor allen Dingen, wie ich es dann eben noch mal einen weiter nach außen laufen lasse. Ups. So. Also hier muss ich mal schauen, ob ich die dann vielleicht hier außen drauf setze, die Blöcke da oben, die hier nicht höher laufen lasse. Also sonst wären sie tatsächlich drin. Das wäre nicht so ganz geil. Ja. Das sind so meine Pläne. Geschafft habe ich mal wieder nichts in dieser Folge. Was hatte ich denn jetzt eigentlich vor? Wollte ich Stein holen? Erstmal die Wolle hier oben verteilen. Zack, zack, zack. Hier kommt auch noch andersfarbige Wolle rein. Ich muss mal schauen, dieser Mod, die da jetzt drin ist, durch Carbon, ob man da irgendwie die Tiere auch züchten kann. Also das muss ich mir nochmal im Detail anschauen. Da habe ich mich noch nicht so mit auseinandergesetzt. Ich habe einfach erstmal losgelegt.
Aber wenn man die dann züchten kann, dann mache ich mir auch eine kleine Farm hin. Und dann geht das mit der Wolle auch ein bisschen schneller. Die wächst ja immer wieder nach an den Schafen, das ist ja ganz okay. So, zack, zack. Zack, so. Noch irgendwas Wichtiges? Nee. Also was ich jetzt demnächst dann machen werde, wie schon gesagt, den Keller ausbauen, trockenlegen und ja, einfach gucken, dass das hier ein bisschen schöner aussieht, als das hier so rausgeschlagen ist. Und natürlich dann eben hier unten. Ich glaube, hier ging das runter, ne? Also wie schon gesagt, irgendwo ging es richtig. Boah, nee. Geht da jetzt nicht rein, ich habe keine Ausrüstung. So. Irgendwo ging es auf jeden Fall richtig weit runter. Da muss ich mal schauen, wie ich das machen werde. Ob ich mir da ja natürlich mit besserer Ausrüstung und mit einer Rüstung und mit einem Schwert und was da alles dazu gehört, dass ich mir das da so ein bisschen dann erkunde, dass ich da mal schaue, was da für Zeug ist und was ist das eigentlich für Zeug. Das brauchen wir doch auch nicht. Ja. Auch nur Quatsch. Da ist das Zeug. Also wie gesagt, das... Ne? Was ist das denn? So. Also, dass ich da wirklich mal so ein bisschen schaue, dass ich mir da alles raushole an Material, was es da irgendwie gibt. Dass ich dieses giftige Wasser hier, oder was das ist, das wird natürlich beseitigt. Und dann wird's hier eben, wie schon gesagt, trockengelegt. Hier unten ist es natürlich auch ausgetrocknet. Es ist zum Glück, oder anscheinend, nicht so, dass die Monster hier in der Dunkelheit einfach so spawnen, sondern das scheint so irgendwie anders zu laufen als bei Minecraft. Stört mich aber auch nicht weiter. Das heißt, ich brauche mich dann da nicht drum zu kümmern, wenn ich das hier zumache, dass da irgendwie groß ausgeleuchtet werden muss unten. Wobei es ist ja nun schon alles auch ausgeleuchtet hier. Ups. Und, ja. Also sprechen und konzentriert spielen ist gar nicht so einfach. So. Hole ich doch schon die Materialien raus hier. Das wollte ich doch ohne Aufnahme machen. So, gut. Ich glaube, hier in der Mitte lasse ich tatsächlich dieses Teil als Säule dann irgendwie da. Da muss ich mal schauen, wie ich das mache. Und, wo komme ich rein? Hier kam ich rein. Also da muss ich mal schauen. Also diese Geräuschkulisse hier finde ich nicht so ganz geil. Ich bin ja generell nicht so der Fan von Mobs, auch in Minecraft schon nicht gewesen. So ein bisschen. Nein, also ich mag das nicht. Da bin ich ganz ehrlich. Ich stehe da nicht so drauf. Ist jetzt nicht so, dass ich jetzt groß Angst hätte oder irgendwie, dass es ein Gruselspiel wäre oder sowas. Ich glaube, das würde ich eher fast noch harmlos finden, weil da ist es zu erwarten. Aber, nee. Ich meine, sie gehören zum Spiel dazu, deswegen schalte ich sie jetzt nicht aus oder so. Ich lasse sie jetzt eingeschaltet. Aber so richtig geil finde ich sie nicht. Also, gut gemacht. Also, in dem Sinne ist es völlig in Ordnung. Es erfüllt seinen Zweck. Und es funktioniert auch. Und die Mobs haben schon... Ja, ich weiß nicht, also Respekt, also so ein bisschen Respekt schon davor, aber naja gut, es ist halt ein Spiel, es sind halt irgendwelche Polygone und Pixel und hast du nicht gesehen und es ist alles irgendwie nicht so ganz schlimm. Ja. Aber so geil ist das nicht da unten, ganz ehrlich. Da ist schon wieder was geplatzt. Na? Oha.
bin ein kleiner Schisser. Gut. Hier wollte ich drauf. Kann man aber nichts sehen unten, ne? Nee. Also. Ich bleib dabei. Die Mobs und ich werden keine Freunde werden. Wieso benutze ich eigentlich die und nicht die hier? Ja, das ist nicht so ganz klug, was ich hier gerade mache. So, hier war das Zeug. So. Ich höre doch hier die ganze Zeit Schritte. Ja, ich habe ja gesagt, ich mache die Folge nicht so ganz lang. Es sind jetzt 21 Minuten. Jetzt komme ich so langsam rein, aber wenn so ganz lange Folgen guckt sich wahrscheinlich eh niemand vernünftig bis zum Ende an. Deswegen sage ich mal, erst mal raus aus diesem Loch, das ist ja schrecklich. Ich werde jetzt noch schnell einen Happen essen und einen Happen trinken. So. Warum tust du es denn nicht hier rein? Zack. Hier muss ich mal gucken, dass ich hier noch vernünftig was reinsetze. Jetzt kommt erstmal das Eisen gebrannt. Und dann ist es das für diese Woche gewesen. Ich werde auch weiterhin nicht sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, abonniert mich, blablub, weil es auch weiterhin keinen interessiert. Ich werde weiterhin einfach nur eine kurze, knappe Verabschiedung machen und sag mal bis nächste Woche, ne? Tschö!